Hey und herzlich willkommen zu Part 20 von Let's Play The Sims 4 See the World Challenge. Wir sind wieder zurück mit unserem wunderbaren Damon und unserer Crystal in The Disaster Zone. Denn wir sind mitten dabei, das große Rätsel von Strangerville zu lösen. Also ich glaube, wir schlagen uns sehr, sehr gut, denn es sieht so aus, als wenn die Welt gleich explodiert. Und ich würde sagen, das ist ein gutes Zeichen, oder nicht? Also auf jeden Fall sind wir sehr weit fortgeschritten. Wir haben im letzten Part nämlich die Impfungen fertiggestellt und Crystal hat sich selber auch eine Dosis verabreicht und es ist einfach nur absolut mega spannend. Ich hätte wirklich niemals gedacht, dass eine Sims-In-Game-Story so spannend ist wie das hier. Also wirklich nochmal, es ist einfach nur geil. Ich weiß, ich habe es im letzten Part schon gesagt, aber ich finde es auch einfach nur geil. Also ich bin sehr, sehr gespannt. Ich glaube, ich bin ein bisschen optimistisch, wenn ich sage, dass wir das Rätsel heute lösen, aber irgendwie habe ich es im Gefühl. Ich habe es irgendwie im Gefühl. Aber ich weiß natürlich auch nicht, was nach den Impfungen noch kommt. Beziehungsweise, nee, wir müssen ja noch die Mutter dann bekämpfen. Aber wir werden sehen, Leute. Wir werden sehen, was heute passiert. Auf jeden Fall wird es spannend, das steht fest. Ich freue mich riesig auf diesem Part. Ich hoffe, ihr euch auch. Und wir sind schon bei Part 20? What the f***? Es ist großartig. Ich liebe es. Ich hoffe, ihr liebt es. Und ich würde sagen, wir starten los. Also, hier sehen wir unsere wunderbare Crystal im Schutzanzug, ja, im Weltuntergang quasi. Also, ich habe ja im letzten Part schon gesagt, aber diese Atmosphäre ist einfach nur ultra geil. Also wirklich richtig, 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 richtig Hammer. Hier ist unser Crystal. Damon ist hier in der Ecke und verbrennt. Also wir müssen ihn jetzt auch ganz schnell aus der Sonne holen und er braucht doch dringend was zu trinken. Aber wir wollten ja sowieso gerade nach Hause quasi zurückkehren, denn wir haben jetzt die drei Impfdosen im Gepäck, also die wirklich auch funktionieren, nachdem wir beim letzten Mal so ein bisschen experimentiert haben, was denn wirklich funktioniert und was nicht. Wir haben ja hier diesen experimentellen Impfstoff. Und damit wir Damon jetzt nicht heute hier an diesem wunderbaren Tag verlieren, werden wir nun nach Hause zurückkehren und ihn dann ganz schnell reinschicken. Ich finde es aber auf jeden Fall super, super cool, dass wir ihn in die Story involviert haben. Also ich finde das einfach irgendwie so ein cooler Gedanke, dass sie jetzt eben zusammen das Rätsel weiter vorangetrieben haben und dass sie eben gemeinsam an der Lösung gerätselt haben und dass Damon eben Crystal auch so ein bisschen vertraut hat und ihr gesagt hat, hey, okay, du hast es bis hierhin geschafft, du bist eine selbstständige Frau geworden, so nach dem Motto. Und das ist für Crystal natürlich auch das Größte, was sie jetzt hören kann. So, jetzt bitte einmal ganz schnell rein und dann gönnen Sie sich mal hier ein Trinkpäckchen. Eigentlich müssten unsere Früchte auch mal wieder wachsen, aber es könnte natürlich sein, dass es jetzt wegen des Wetters ein bisschen schwierig wird. Naja, aber während er sich jetzt da zu Hause selber versorgt, werden wir dann mit Crystal einmal Ausschau halten, ob wir ein paar Sims rekrutieren können. Ich habe ja schon gesagt, dass ich es halt voll cool fände, wenn wir ihn, warum können wir, ist er infiziert? Nee. Warum können wir ihm die Impfdosis verabreichen? Weil der Impfstoff einen immun davor macht, korrekt? Der Impfstoff macht Sims vorübergehend immun gegen die Infektion. Du musst den Impfstoff auf Sims anwenden, um sie für den Kampf gegen die Mutterpflanze zu rekrutieren. Geil. Okay, also anscheinend geht das wirklich. Wir werden ihn jetzt einmal impfen. Und dann werden wir Terra impfen und Isaiah. Also ich meine, mit Isaiah hatten wir jetzt bisher nicht so viel Kontakt, aber ich meine, er ist Terras Zwilling und Terra wird ihm dann wahrscheinlich sagen, Isaiah, du musst uns helfen. Und darüber connecten die dann so ein bisschen. Okay, wir haben ihm das verabreicht und jetzt können wir ihn dann hoffentlich rekrutieren. Okay, er ist vorübergehend geimpft. Rekrutieren, um Mutterpflanze zu bekämpfen. Aber ist das, hat das eine Länge? Nee. Aber was bedeutet vorübergehend? Damon, es ist keine Zeit zum Schlafen. Hey Damon, wir müssen irgendwas tun. Bist du dabei? Und er sagt, natürlich helfe ich dir, die Mutterpflanze zu zerstören. Ich würde alles tun, um Strangerville von dieser grässlichen Infektion zu befreien. Großartig. Okay, Damon, du darfst dich ein bisschen um dich selber kümmern. Was möchtest du hier noch machen? Fragen, was passiert ist. Das ist auch eine gute Sache. Aber du darfst jetzt hier noch ein bisschen duschen und so weiter und so fort. Und wir werden uns aufmachen zu unserer guten Freundin Terra. Vielleicht sollten wir aber den Schutzanzug da mal ein bisschen ausziehen, so nach, weil sonst denken die Eltern auch, wir sind komplett gestört. Okay, let's go. Ich liebe es. Das ist ja so fantastisch. Ich finde das super geil, dass sie das so integriert haben, dass man quasi andere involvieren muss. Die Zwillinge sind schon Teenager. Oh mein Gott. Und sie sehen voll gleich aus. Wie großartig ist das denn? Okay, seid ihr alle zu Hause? Terra, bist du zu Hause? Ja. Let's go. Okidoki, wir klopfen einmal an die Tür und hoffen, dass unsere Freundin uns helfen wird. Terra, bist du da? Ihre Eltern hatten anscheinend gerade
Hallo? Wo sind die Kids? Ach, da hinten. Okay, wir werden natürlich erstmal ganz schnell die Geschichte erzählen, also was wir jetzt alles in den letzten 24 Stunden erlebt haben, weil sie hat uns ja sozusagen den Schutzanzug besorgt. Ich bin sehr, sehr gespannt, was sie jetzt zu der ganzen Sache sagt und ob sie an Bord ist. Ich hoffe es natürlich. Wahrscheinlich müssen wir mit den Sims auch irgendwo befreundet sein, oder? Mom, Dad, ihr solltet nicht zuhören, sagt Tara natürlich jetzt zu ihren Eltern, weil, naja, sie sollten das vielleicht nicht hören, was wir da alles so erzählen. Aber wir reden einfach in Rätseln. Tara, wollen wir vielleicht an einen Ort gehen, wo nicht so viele Leute zuhören? Ja, gut, okay, komm, lass uns zu der Bank gehen. Hier war doch irgendwo eine Bank. Wo ist die Bank? Bin ich besoffen? Hier war doch irgendwo eine Bank? Sag mal. Okay, egal. Wir gehen auf jeden Fall jetzt hier an einen ruhigen Ort. Nein. Oh mein Gott, warum kommen die Eltern denn jetzt mit? Ihr seid nicht eingeladen. Achso, das ist Isaiah. Isaiah ist eingeladen, du nicht. Geh weg. Okay, so, perfekt. Okay, jetzt können wir Tara den Impfstoff verabreichen und werden uns dann auch einmal bei Isaiah vorstellen, weil, wie gesagt, ihn kennen wir noch gar nicht. Okay, sie ist vorübergehend auch geimpft. Dann werden wir sie nämlich jetzt dann auch direkt rekrutieren und dann wird sie sagen, hey, Isaiah, du musst uns helfen. Ich weiß, das klingt jetzt alles komplett verrückt. Und dann erzählen die ganze Geschichte. Und wie gesagt, da er ihr Zwilling ist, wird er ihnen natürlich super gerne helfen. Okay, Tara hat auch ja gesagt. Ja. Ich hoffe, er nimmt uns das nicht übel. Wie gesagt, er kennt uns noch nicht so gut. Okay, er ist vorübergehend auch geimpft. Und wir werden ihn rekrutieren. Komm schon, Isaiah. Sei auf unserer Seite. Oh, hi, na? Wir versuchen, was dagegen zu tun. Und, bist du dabei? Und er sagt, oh mein Gott. Benötigt höhere Beziehungsstufe. Okay, ich kenne dich doch kaum. Warum denkst du, ich würde mein Leben riskieren, um die Mutterpflanze zu bekämpfen, von der du sprichst? Das ist doch alles Humbug. Aber auch ein bisschen cool. Weil er uns halt ja, wie gesagt, noch gar nicht kennt und er denkt dann so, oh Gott, diese Mädels, was quatschen die denn da? Deswegen müssen wir uns jetzt erstmal ein bisschen bei ihm einschleimen und werden ihm dann halt jetzt erstmal so ein bisschen Geschichten erzählen und ihm alles bis ins kleinste Detail erklären, damit wir ihn dann eben ins Boot holen können und hoffen, dass er uns dann vielleicht am Ende doch noch hilft. Wir können einmal, keine Ahnung, ihm einen verrückten Plan vorschlagen vielleicht. Und dann werden wir uns generell einfach mal ein bisschen mit ihm unterhalten. Also einfach mal ein bisschen Smalltalk führen, ihn einfach mal ein bisschen kennenlernen, damit er dann vielleicht am Ende doch noch ja sagt. Wir verstehen uns aber sehr gut mit ihm. Und er ist abenteuerlustig, stimmt. Wir haben ja genau das gleiche Merkmal. Das ist auf jeden Fall schon mal super. Wir werden ihm jetzt einfach da noch eine lustige Geschichte erzählen. So, weißt du, Isaiah, wenn du nicht aufpasst, dann läufst du bald auch so rum. Ich glaube nicht, dass du das willst, oder? Deswegen, naja, vielleicht solltest du dir doch überlegen, ob du nicht doch Teil unserer Gruppe wirst. Ich meine, mit deinen Muskeln, du könntest uns eine große Hilfe sein. Zeig sie doch mal. Zeig mal deinen Bizeps. Spann ihn mal an. Wow, es ist beeindruckend. Naja, vielleicht sollten wir noch ein bisschen grübeln. Dann schauen wir ein bisschen in die Wolken, weil das bringt nämlich auch mal mega viel Beziehung. Das ist auch mal richtig gut. Wir haben jetzt einen besseren Beziehungsstatus. Das heißt, eigentlich sollten wir ihn jetzt rekrutieren können. Ich werde noch eine Interaktion machen, damit wir das noch ein bisschen voranschreiten. Wir zeigen ihm dann, was da gerade am Himmel passiert. Ne, weil das wird ja immer düsterer am Himmel und dann werden wir nochmal fragen, Isaiah, wirklich, wir brauchen deine Hilfe. Ohne dich können wir das nicht schaffen. Bitte, bitte, hilf uns. Und er sagt, ja, okay, er hilft uns, großartig. Und wir haben jetzt nur noch als Aufgabe Quelle der Infektion vernichten. Dies ist der letzte Schritt, um die Infektion von Strangerville auszurotten. Es wird nicht einfach sein. Oh, mein Gott. Und weil wir uns so sehr freuen, werden wir ihn dann einmal umarmen. Mal gucken, ob er das will. Isaiah, wirklich, vielen, vielen Dank. Ich danke dir von Herzen. Und jetzt gehen wir aber auch natürlich nochmal zu Tara und sagen ihr, danke, dass Tara, hallo, nicht joggen gehen jetzt, dass sie eben ihren Bruder auch mit überzeugt hat, weil ohne ihre Hilfe hätte das natürlich nicht funktioniert. Deswegen werden wir sie auch nochmal umarmen. Ich finde die richtig cool, die Zwillinge. Also Isaiah und Tara, richtig, richtig cool. Nein! Oh mein Gott, dieses... Wie, Leute, wie? Ich hatte noch nie einen weiblichen Sim, der einen Crush auf einen weiblichen Sim hatte. Und jetzt habe ich gesagt, es wäre doch voll cool, wenn sich da vielleicht so eventuell sowas Kleines entwickeln würde. Und das Spiel sagt so ja! Einfach ja. Dieser Sim ist einfach unwiderstehlich. Crystal Eve ist total verknallt in Tara. Und ausgerechnet jetzt, nachdem sie Isaiah überzeugt hat, auch mitzuhelfen. Ich liebe es. Es ist so fantastisch. Es ist so unfassbar fantastisch. Und das genau, wo die sich dann um... Es ist einfach... Oh mein Gott, ich liebe Sims. Ich liebe Sims so sehr. Oh Gott, fantastisch. Okay, ja, und wir werden dann direkt danach nochmal unsere Bewunderung ausdrücken. Ist das süß? Oh mein Gott.
Oh Mann, es ist... Oh Gott. Crystal Eve ist total verschossen in Terra. Ich kann es nicht glauben. Also da wäre die Sache dann auch erledigt, dass wir irgendwas mitzuentscheiden haben. Das Spiel hat es entschieden. Okay, ja, Terra, ich weiß nicht, machen wir es dann heute Abend? Also ich meine, die Quelle der Infektion, vielleicht nicht irgendwelche anderen Dinge. Ich weiß nicht, was du jetzt gedacht hast. Ich würde sagen, ich gehe jetzt nach Hause. Weil sie ist jetzt ein bisschen nervös vor Terra. Süß! Oh mein Gott. Es ist so süß! Okay, du bleibst aber jetzt zu Hause, weil die müssen sich jetzt ja ein bisschen ausruhen. Wir müssen Damien auf den neuesten Stand bringen, aber wie großartig ist das alles? Das ist ja so geil, auch dass wir ausgerechnet genau 3 Sims brauchen, die wir rekrutieren. Das ist einfach alles so perfekt. Hey, Damien, ich habe Neuigkeiten. Also, meine Freunde aus der Schule, Isaiah und Tara, diese Zwillinge, die oben auf dem Berg wohnen, sie sind an Bord. Und naja, wir haben jetzt gedacht, dass wir heute Abend die Mutter... zerstören werden. Ist das okay für dich? Und für ihn ist es natürlich nicht okay, aber für ihn ist es okay. Ihr wisst, wie ich das meine. Dann werden wir einmal die Ranken entfernen und uns auf den Abend vorbereiten. Wir werden jetzt einmal noch vielleicht etwas zu essen kochen. Wir machen Mini-Hamburger mit Huhn. Oder wir machen sie mit Veggie. Wir machen sie mit Huhn. Na komm. Süß, wie die sich jetzt wieder unterhalten können und sowas. Das ist wirklich sehr, sehr schön. Ich bin sehr froh, dass sie wieder jetzt ein bisschen zueinander gefunden haben. Es war die beste Entscheidung, die Damon getroffen hat. Auch wenn es ja halt auch nicht so leicht für ihn war. Er fühlt sich auch nach wie vor nur okay und will nach wie vor mit Kalia plaudern. Er liegt viel im Bett und schläft. Aber mit der Zeit wird auch sein Herz heilen. Und mit der Zeit wird er merken, dass es halt richtig war, sich für seine Schwester zu entscheiden. Was ich halt auch richtig süß finde, ist, dass Crystal die ganze Zeit mit ihrer Mom reden will. Also sie wünscht sich die ganze Zeit, mit JD zu plaudern. Und das ist irgendwie auch so eine süße Sache. I just love it very much. Oh, sie mag kochen. Ja, darfst du gerne mögen. Klar. Ich meine, weil Damon hat da halt jetzt nicht so viel Zeit rein investiert. Ist ja vielen auch schwierig, weil er das Essen nicht isst. Und mit der Zeit hat sie jetzt eben auch gemerkt, dass man sich nicht immer nur von Cornflakes und belegten Sandwiches ernähren kann. Und ja, vielleicht ist das jetzt so ihr neues Ding, dass sie so ein bisschen sich auch ans Kochen ranwagt. Ah, sie merkt, dass ihr das sehr viel Spaß gemacht hat. Süß. Okay, vielleicht wollen wir Terra einladen auf einen Burger? Wir fragen sie mal. Hey Terra, ich habe gerade Burger gemacht und vielleicht hast du auch Hunger. Ich habe noch so viel über. Mein Bruder mag nicht so gern Burger. Möchtest du vorbeikommen? Es sind Mini-Hamburger. Wir könnten 3 oder 4 Stück essen. Und sie ist natürlich an Bord, aber irgendwie ist sie noch nicht da. Terra, bitte kommen Sie an die Information. Wo bist du? Ach, da ist sie. Hi, Terra. Na, wir essen natürlich jetzt noch einen mit dir. Und sie isst einen mit uns. Süß, ich lieb's. Nein, Terra, mach Sitz. Worüber redet ihr? Sie ist kokett. Und sie erzählt jetzt von einer neuen Show. Oh mein Gott, das ist einfach alles so süß, ich liebe es. Ah, ich hoffe natürlich, ihr schmeckt's. Was ist das für eine Qualität? Ausgezeichnet! Oh mein Gott. Ja, dann hat sie ja wirklich nicht gelogen, wenn sie gesagt hat, sie hat leckere Burger gemacht. Dann hat sich das ja wirklich gelohnt. Dann erzählen wir ihr nochmal eine fesselnde Geschichte. Vielleicht erzählt sie auch so langsam... Oh mein Gott, ja, sie ist auch ein Geek. Vielleicht erzählt sie auch so langsam ein bisschen was aus ihrer Vergangenheit, wo sie eigentlich herkommt und so weiter. Sie muss natürlich ein bisschen aufpassen, weil sie ja nicht jedem einfach blind vertrauen kann. Aber guck mal, sie ist einfach komplett kokett. Es ist so, so unfassbar niedlich. Oh Gott. Okay, dann machen wir mal ein Kompliment, obwohl wir können kein cooles Kompliment machen. Dann machen wir noch ein bisschen Smalltalk. Wir fragen sie nach ihrem Tag. Und dann führen wir eine tiefgründige Unterhaltung. Eigentlich machen wir das ja nicht so gern, aber mit ihr ist das vielleicht was anderes. Guck mal, da macht sie das sogar gern. Oh nein, Terra ist ja kindisch. Nein, ich will ja nicht urteilen, ne? Ist schon okay. Mir ist gerade eingefallen, dass ich noch hier diesen Schatz, also die Schatzkarte hatte. Oh, Terra McNeil findet Crystal Eve Loha. Warum habe ich das jetzt alles vorgelesen? Keine Ahnung. Klasse und möchte beste Freunde werden. Dieses Spiel bricht mein Herz. Natürlich wollen wir das und wir haben einen guten Ruf dadurch. Oh mein Gott. Okay, ihr habt mir gesagt, wenn es ein Schatz ist, dann soll man das aufmachen, weil es dann immer viel wert ist. Nur wenn es kein Schatz ist, dann lieber die Kapsel verkaufen. Es ist eine Violet und Violet ist 125 Simoleons wert. Yes! Sehr geil. Okay, weil ich meine, ne, besser haben als brauchen. Also ich dachte mir, wir können jetzt noch schnell das hier ausgraben, weil wir haben ja nicht mehr so viele Tage hier in Strangerville, ne? Guck mal, Donnerstag düsen wir schon wieder in die nächste Stadt und ich weiß noch gar nicht, wohin, Leute. Oh, hier ist noch einer. Okay, ich wollte jetzt eigentlich los, aber müssen noch ganz kurz die Sachen hier ausgraben. Ich habe auch das Gefühl, es werden immer mehr. Wait! Damon hat heute Geburtstag? Wie konnte ich das über... Also, wie Damon hat heute Geburtstag. Damon hat jetzt Geburtstag. In dieser Sekunde. Okay, das wird ein Geburtstag, den er nie wieder vergessen wird. Okay, was schenken wir unserem Bruder? Ein Buch. Wir schenken unserem Bruder ein Buch. Und zwar werden wir schnell Haushalt, Bestellung aufgeben.
Ist das korrekt? Nein, es ist nicht korrekt. Damon liegt im Bett und schläft und ist traurig. Wir gehen schnell ins Diner. Oh Gott, ich bin die schlechteste Schwester der Welt. Ich hab's vergessen. Also ich wusste es nicht. Irgendwie, dieser Kalender verwirrt mich. Warum ist Sonntag immer an der ersten Stelle? So, und dann gehen wir nämlich ganz schnell an den Computer. Bitte sei nicht kaputt. Dankeschön. Und werden Bestellung, nein, wir werden keine Verhütung bestellen, auf gar keinen Fall, Geschenke kaufen. Nein, es soll aber, wir können ja einfach auf Bücher kaufen gehen. Abenddämmerung, worum geht's da? Unübertrüffliche, übernatürliche Romantik. Die junge Dala muss zwischen einem draufgängerischen Vampir und einem lebenswertigen Werwolf, oh mein Gott, das ist Twilight. Aber ich weiß nicht, ob eine Romanze gerade so das Beste für ihn ist, weil Atlas nimmt die Welt in den Arm, oh mein Gott. Wegen Kalia und so. Vielleicht können wir ihm ja nochmal ein Mixenbuch schenken? Aber wir haben nicht so viel Geld, ne? Charlotte hat Schwein. Ich liebe es, wie die Bücher heißen, ne? Ich weiß halt nicht mehr, welche Bücher wir nochmal haben. Also von den Mixenbücher. Ich habe ja aus Versehen eins verkauft. Kann ja jedem mal passieren. F wie fehlgeleitete Ängste. Naja, aber an unserem Bruder ein Buch zu schenken und ihm damit zu sagen, so, ey, chill mal deine Basis und hör einfach mal auf, Angst zu haben. Ist halt auch ein bisschen gemein. Weiß ich jetzt nicht, ob ich das so machen würde. Genieße den Moment, teile die Inspiration. Ach, da, das ist ja süß. Eine Sammlung Kurzgeschichten und inspirierender Anekdoten, die dir Ruhe schenken, neue Kraft verleihen und dich bilden. Toll, perfektes Geschenk. Crystal, das ist super. Kommt das sofort an? Ja, wir haben es direkt im Inventar. Alrighty, dann macht's gut. Dankeschön für das Buch, also für den Stroh, also für den PC. Tschüssi. Hey, Damon, alles Liebe zum Geburtstag. Kann man auch Geburtstagsgeschenke geben? Nee, ne? Oh mein Gott, wir können ihn bitten, uns zu verwandeln. Auf gar keinen Fall. Das geht, glaube ich, nur, wenn man eine Party feiert, ne? Aber wir feiern keine Party, weil wir haben keine Freunde. Also werden wir ihm das einfach so geben. Freundliches Geschenk geben. Genieße den Moment, teile deine Inspiration. Ich hoffe, er freut sich. Ich bin sehr gespannt. Und dann müssen wir natürlich auch mal los, weil es ist ja jetzt schon spät. Happy Birthday. Danke für alles, Damon. Du bist der beste Bruder, auch wenn ich es nicht zugeben möchte. Ich hab dich lieb. Danke. Oh mein Gott, Crystal, du hast dir richtig Gedanken gemacht. Das ist so unfassbar lieb von dir. Den hast du gesehen, wie viele Herzen, wie viele Flüsse da waren. Oh Gott. Und dann werden wir ihm so ein bisschen über Tara erzählen und werden ihm gestehen, dass wir... Oh nein, sie weint. Sie denkt an uns. Sie denkt an uns. Seht ihr das? Sie denkt an uns. Wir werden ihm gestehen, dass wir, naja, Tara ganz gerne machen. Psst, Damon, psst. Sag nichts. Wir sind auch gute Freunde geworden. Ich kann nicht mehr. Es ist so schön. Es ist so schön. Es ist so schön. Dieser Part ist so toll. Okay, wollen wir uns dann jetzt versammeln und loslegen? Isaiah muss noch vorbeikommen. Ave Maria. Ich bin ein bisschen aufgeregt. Okay, Isaiah wird gleich da sein. Kurze Lagebesprechung. Isaiah, komm auch noch rein hier. Mom. Mom möchte wahrscheinlich mit Damon sprechen. Aber wir können jetzt nicht, Mom. Es ist... Oder wir sagen doch ja. Entschuldigung, Leute. Wir sagen ja, weil sie ruft an wegen Damons Geburtstag. Und es ist ja unser Satellitentelefon. Ihr wisst. Da seht ihr, sie singt ein Lied für ihn. Happy Birthday to you. So stelle ich mir J.D. Loha beim Singen vor. Sie singt nicht einfach so Happy Birthday, sondern sie singt Happy Birthday to you. Okay. Gut. Hätten wir das auch geklärt? Sie ist schon ein bisschen müde, aber ich glaube, wir sind bereit. Ich weiß jetzt nicht, ob wir irgendwas beachten müssen, aber ich würde sagen, wir düsen jetzt los. Natürlich erst, wenn wir fertig sind. Alright. Also, Leute, das ist mein Bruder. Das ist Damon. Wir werden uns natürlich einmal fröhlich vorstellen und bei ihr stellen wir uns natürlich auch einmal fröhlich vor, damit wir uns dann direkt alle miteinander verstehen. Ist das schön? Süß. Ja, und er trinkt natürlich noch ein Trinkpäckchen. Mein Bruder hat eine komische Obsession mit Capri-Sonne, also lasst euch davon einfach nicht irritieren. Naja, okay, Leute, dann würde ich sagen, wir gehen los. Und lasst euch nicht von diesen komischen Gestiken irritieren. Das ist einfach, er ist in seiner Kindheit mal gestolpert und auf den Kopf gefallen. Und seitdem, naja, macht er komische Dinge mit seinen Armen. Ich hoffe, wir brauchen jetzt keinen Anzug. Aber nee, das wäre ja dann viel zu krass, wenn wir für jeden so einen Anzug bräuchten. Ich bin aufgeregt. Was ist, wenn wir alle draufgehen? Oh mein Gott, guckt euch die Gang an. Crystal, kannst du dich einmal umdrehen? Bitte nicht bewegen. Leute, bitte nicht bewegen. So. Oh mein Gott, guckt euch diese Gang an. Achtung, wir müssen einmal kurz ein cooles Bild machen. Let's go. Oh mein Gott, Leute, das wird einfach so ein krasses Erinnerungsfoto sein. Der Tag, an dem wir die Welt gerettet haben. Alrighty, dann werden wir... Damon hat die Schlüsselkarte, oder? Damon hat die Schlüsselkarte. Let's go. Oh mein Gott. Wir werden alle sterben. Also Leute, hier geht's also rein.
Ich weiß, es sieht alles ganz furchtbar gruselig aus, aber wir werden das schaffen, okay? Wir machen das alle zusammen. Kommt, Leute, nicht bummeln. Okay, Crystal ist mega müde. Wir werden ihr mal einen ganz kurzen Push geben. Okay, nächste Tür. Hier lang. Kommt schon. Je schneller wir hier durch sind, desto schneller können wir das Ganze erledigen. Okay, also, nun nur noch die Treppe runter und verhaltet euch ruhig. Ich weiß, es könnte euch verstören, aber wir müssen das tun. Es gibt kein Zurück mehr. Da, 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 da. Guck mal, wie episch das ist. Oh mein Gott. Damon, nee. Damon, wir gehen hier hin. Wir treffen uns hier unten. Okay, Damon, nächste Schlüsselkarte. Nur noch durch diese Tür, Leute. Und dann haltet euch in Acht. Es, oh mein Gott, diese zwei. Kinder, konzentriert euch. Wir müssen nun starten, mit der Mutterkartpflanze zu kämpfen. Ach so, wartet. So rum. Warum? Oh, wir sind selber noch nicht geimpft. Ich hasse mein Leben. Okay. Ihr wartet hier. Ich komme sofort wieder. Wir brauchen den Scanner. Oh Gott, ich bin so ein Keck. Dann scannen einmal die Umgebung. Komm schon, wir brauchen nur zwei. Dankeschön. Und dann brauchen wir noch eine Pflanze. Oh Gott. Was wäre das Ganze ohne ein bisschen Dramatik? Aber ich meine, bei Stranger Things gehen die Sachen auch. Da wurde auch immer noch irgendwas vergessen, so, ne? Also ist ja nur realistisch, dass wir jetzt nochmal zurück mussten und einen Impfstoff für uns selber herstellen mussten. Weil bei all dem Fokus auf die anderen, dass die sicher sind, hat sie sich selber vergessen. Aber nichts, was wir jetzt nicht lösen können. Okay, Damon, du musst die beiden bei Laune halten. Wo ist Tara? Wo ist Tara, Damon? Hast du Tara gesehen? Oh Gott, Tara, bist du tot? Nein, wir werden mit ihm kurz einfach ein bisschen Smalltalk führen. Ist Tara nach Hause gegangen? Tara? Tara, bleiben Sie hier. Es ist gleich soweit. Wir haben es gleich geschafft. Oh no. No, nicht jetzt. Nein. Oh mein Gott. Nein. Nein. Nein, wir waren doch fast so... No. Der Impfstoff ist weg. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ach, er kann das herstellen. Oh mein Gott, ist das dramatisch. Ist das dramatisch? Ich kann nicht mehr. Oh mein Gott. Jetzt muss Damon den Impfstoff weiter herstellen, weil Crystal wieder besessen ist. Crystal, kannst du hier kurz hingehen, bitte? Oder geht alle hier hin? Wo ist Tara? Tara. Ich glaube, Tara ist gegangen. No. Oh mein Gott. Okay. Wir schaffen das. No, er hat einen experimentellen Impfstoff hergestellt. Können wir ihn trotzdem auf sie werfen? Oh mein Gott, ich glaube, es hat nichts gebraucht. Die Frucht ernten und wieder runter. Impfstoff herstellen. Komm schon. Crystal, du schaffst das. Das ist halt so krass, ne? Das ist wirklich wie in so einer schlechten Walking Dead-Folge. Es ist einfach so heftig, dass er dann versucht hat, den Impfstoff weiterherzustellen, aber es hat nicht geklappt und da musste er sie erst zur Besinnung bringen, bis sie, oh mein Gott, wir müssen Rechnung bezahlen, oh mein Gott, bis sie dann den nächsten, also den richtigen Impfstoff herstellen kann und sich jetzt selber zuführen kann. Oh mein Gott, okay, Impfstoff trinken. Haben wir es geschafft? Okay, wir haben es. Jetzt kommt nochmal hierher. Ich hoffe, sie sagen jetzt nicht, wir schlafen. Komm schon, nein, Tara schläft. Komm schon, es ist jetzt keine Zeit zum Schlafen. Oh mein Gott, ich habe vergessen, Damon altern zu lassen. Oh Gott, ist das dramatisch. Nicht mit mir. Ich kann nämlich zaubern. Aha. Diese dummen Kinder, sie kommen in meine Fänge. Es tut mir leid, ich weiß heute nicht, was mit mir los ist. Wir werden in unsere Runde zurückkehren und werden dann den nächsten Versuch starten, gegen die Mutter zu kämpfen. Nee. Wir werden jetzt nicht gleich zur Schule gehen. So nicht. Es geht, Leute. Es geht. Es geht los. Haltet euch fest. Wie lange nehme ich schon auf? Easy. Großartig. Wir haben genug Zeit. Wo kommt sie denn jetzt her? Oh mein Gott, wo kommen die Leute her? Ach du heilige Scheiße. Was passiert hier? Oh mein Gott. Greifen die uns jetzt an? Oh mein Gott. Muss ich irgendwas machen? Oh mein Gott. Angriff. Mega-Spray-Stoß. Infektionsgrad des Teams. Ach du heilige. Das ist ja richtig schwer. Man muss ja richtig was hier machen. Ich kann nichts mehr machen. Warte einen Moment. Vor kurzem. Okay. Oh mein Gott. Kommt schon, Leute. Kommt schon. Oh mein Gott. Der Infektionsgrad ist sehr hoch. Damon, was machst du da? Infizierter Angriff. No! Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ist das dramatisch. Wir werden angegriffen. Oh mein Gott. 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 Hat Damon sie getötet? Ich glaube, oh mein Gott. Damon hat gewonnen. Damon hat die einfach voll angegriffen. Fantastisch. Okay, nochmal. Angriff. Schlachtruf. Team verscheucht die Lakaien. Richtet aber Angriff. Komm. Volle Pulle, volle Power. Haben wir gewonnen? Nein? Was passiert hier?
Oh mein Gott. Die Mutterpflanze ist zäh. Rekrutiere weiter Verbündete oder stelle zusätzlichen Impfstoff her, um sie damit zu bewerfen. Zerstört von der Mutterpflanze. Oh mein Gott. Das ist ja richtig krass. Wir haben es tatsächlich jetzt beim ersten Mal nicht geschafft. Das bedeutet, wir müssen weitere Impfdosen herstellen, damit wir sie damit bewerfen können. Ist das krass. Es ist einfach so unfassbar heftig. Okay, wir schaffen das. Ja, wir werden von unserem Direktor angerufen. Tara und Isaiah denken auch so, wir müssen zur Schule. Wer hätte das auch wissen können? Kann ja keiner riechen. Okay, weiter geht's, komm schon. Wir kennen keine Pause in diesem Hause. Damon? Damon ist die ganze Zeit noch ready. Er steht einfach hier und ist bereit zum Kämpfen. Okay, wir brauchen aber noch mehr Impfdosen. Ich habe gerade festgestellt, dass wir den experimentellen Impfstoff noch umwandeln konnten. Gut, wer ja lesen kann, ist klar im Vorteil. Na, jetzt haben wir 4 Impfdosen. Also wenn das nicht reicht, dann weiß ich jetzt auch nicht mehr. Wir müssen unser Team wieder zusammenrufen. Okay. Und wir starten einen erneuten Angriffsversuch. Zusammen hier hingehen. Damon, wo bist du? Er stinkt. Wir haben jetzt keine Zeit für... Oh no, Damon hat Geburtstag. Damon ist erwachsen und Kian hat ihm ein Geburtstagsgeschenk geschickt. I love it. Okay, ich habe noch gar nicht drüber nachgedacht, was Damons Lebenswunsch ist. Ich meine, wir hatten ihm ja das Renaissance... Ach nee, das ist ja Teil des der Challenge, fällt mir gerade ein. Das Renaissance-Bestreben. Okay, er hat Einzelgänger düster. Was kriegt er jetzt dazu? Öko-Fanatiker. Na... Ja, passt schon so ein bisschen, weil er sich ja auch sehr viel mit der Umwelt und so beschäftigt hat. Vor allem auch durch seinen Bruder noch so ein bisschen. Hey, warte mal, ich mach nochmal einmal. Kind des Meeres. Sprung. Selbstsicher. Da sehe ich ihn jetzt nicht so. Gemein. Tierfreund. Treu. Musikliebhaber. Nina, warum wählst du nicht selber ein Merkmal aus? Man weiß es nicht. Tollpatschig finde ich toll. Aber ich weiß nicht. Familienbewusst. Passt eigentlich sehr, sehr gut, ne? Ich meine, er hat alles aufgegeben jetzt quasi für seine Schwester. Er hat sie hier in so ein gefährliches Terrain begleitet. Ich finde das sehr, sehr passend, dass er familienbewusst ist. Ja. Er ist familienbewusst. Und das finde ich auch sehr, sehr schön, weil er so ein bisschen sich von dem Einzelgänger und ich will nichts mit meiner Familie so wirklich zu tun haben, weil das ist mir alles zu viel und zu viele Menschen. Er hat sich halt zu dem entwickelt, dass er eben schätzt, was er vor allem an seiner Schwester hat. Und ich finde es sehr, sehr süß. Und ich sehe ihn halt auch später mit einer Familie. Deswegen finde ich es sehr, sehr passend. Ihr könnt mir sehr gerne schreiben, wenn ihr das anders seht. Aber finde ich sehr, sehr gut. Das Umstyling machen wir dann natürlich im nächsten Video. Aber, oh süß, ich wusste nicht, dass die Tochter von Victoria ihn kennt. Elena hat ihm nämlich ein Geschenk geschickt. Süß. Okay, aber jetzt Concentration in the Nation. Wir werden unseren nächsten Angriff starten. Oh, sie hat voll Hunger. Oh mein, Isaiah möchte jetzt Isaiah möchte jetzt mit Damon beste Freunde werden. Weiß ich jetzt nicht. Jetzt ist er wahrscheinlich abgefuckt, aber es tut mir leid. Ich habe jetzt keine Zeit für sowas. Oh mein Gott. Crystal und Tara haben hier jetzt noch ein bisschen geredet, bevor die Jungs kamen. Und jetzt haben die ein Gefühl bekommen, du hast mir den Tag versüßt. Danke, dass du mich zum Lächeln gebracht hast. Hilfe! Help me, please. Okay, let's go. Gegen Mutterpflanze kämpfen mit Tara, Damon und Isaiah. Let's go. Jetzt aber, Leute. Jetzt geht es los. Impfstoff gegen Infektion werfen. Direkt erste Instanz. Großartig. Das war schon mal super gut. Und jetzt... Angriff. Volle Pulle. Oh mein Gott, das ist gut. Oh mein Gott, wir machen das richtig gut. Megaspray, ist das gut? Sollte ich das tun? Wir werden einfach nochmal einen machen. Oh mein Gott. Leute, ich glaube, wir schaffen es. Und wir werden zwischendurch kokett, weil wir Tara angeguckt haben. Ist das süß. Wir kämpfen ja so Seite an Seite und es ist einfach... Oh mein Gott, wunderbar. Komm schon, alle drauf da. Damon, nein! Nein, Damon! Ich glaube, Damon wird nochmal angegriffen. Ich finde es halt so witzig, dass diese random CC-Sachen mit bei den, auf den Sims drauf sind. Das sieht halt so geil aus. Wir haben es gleich, nur noch ein Stück. Kommt schon, Leute. Oh mein Gott. Wir werfen nochmal einen Impfstoff auf die Pflanze. Oh mein Gott, wie denn das? Ich glaube, wir haben es geschafft. Damon ist ohnmächtig. No, wir haben es geschafft. Oh mein Gott. We did it. Wir haben das... Bestreben. Heldin von Strangerville. No way. Mutterpflanze besiegt. Heldin von Strangerville. Oh mein Gott, ist das cool. Aber Damon. No. Imagine, er würde jetzt sterben. Mutterpflanze wiederbeleben? Nee, ich glaube nicht. Ach du heiliger Strohsack.
Oh mein Gott. Wisst ihr, was jetzt auch richtig toll wäre? Wenn wir einfach so zu Tara gehen würden und sie küssen würden. Aber das geht nicht. Aber wisst ihr, was wir machen? Ihr kennt das doch in Filmen. Da ist das immer in diesen Momenten, in den unpassendsten Momenten, sagen die dann so, oh mein Gott, ich hab dich schon all die Zeit geliebt. Und so machen die das jetzt auch. Natürlich könnten wir auch sagen, hey, wir halten das noch ein bisschen zurück. Aber ich finde, es passt. Es ist für die Dramatik. Wir werden jetzt gestehen, in sie verknallt zu sein. Und ich bin sehr gespannt, was sie dazu sagt. Oh mein Gott. Und sieht sie das? Oh, sie sieht es auch so. Die haben Liebespunkt, also Herzen. Ah, oh mein Gott. No way. Werden ihr nochmal Liebe in aller Öffentlichkeit gestehen? Oh, oh. Oh, das wollte sie jetzt nicht hören. Okay. Ja, gut. Vielleicht, also Nina wollte einfach. Nina ist wieder übers Ziel hinausgeschossen. Ach, weil ihr Bruder da neben stand. Okay, never mind. Ich verstehe. Aber wir müssen uns jetzt erstmal hier um unseren Bruder kümmern, denn er ist hier ein bisschen tot. Damon, wann wachst du wieder auf? Damon, bitte wach auf. Oh, oh. Sie hat jetzt ein Merkmal. Schwarm in der Nähe. Oh mein Gott, ja. Ach, guck mal, jetzt können wir ihn als Betreuperson annehmen. Es war definitiv, weil ihr Bruder natürlich hier in der Nähe war. Deswegen hat sie das beim zweiten Mal abgelehnt. Ist ja ganz klar. Okay, Leute? Es hat keine anderen Gründe. Süß, aber sehr, sehr süß. Weil sie hat sich halt noch nicht geoutet und deswegen möchte sie das nicht, dass ihr Bruder das mitbekommt. Okay, Damon, würdest du jetzt bitte aufstehen? Sonst trete ich dich. Damon, bitte. Komm schon. Damon, wach auf. Oh, er hat ja voll die süßen Gefühle, wie in alten Zeiten. Oh mein Gott, ist das niedlich. Oh mein Gott, er wacht auf. Oh, na endlich. Damon, es ist so gut, dass du wieder wach bist. Ich habe schon gedacht, du wirst nie wieder aufwachen. Wir haben es geschafft, Damon. Wir haben es wirklich geschafft. Wir haben dieses eklige Vieh bekämpft. Kannst du es glauben? Und naja, ich habe Tara gesagt, dass ich sie mag. Und ich glaube, sie erwidert meine Gefühle, aber naja, ihr Bruder war dann in der Nähe und dann war sie wieder ein bisschen abweisender. Aber naja, vielleicht haben wir ja doch eine Chance. Und jetzt können wir nämlich noch sagen, dass wir das so ein bisschen abtun können, dass wir erstmal nicht mehr drüber reden. Also ihr habt jetzt die Chance, quasi euren Senf dazu zu geben. Soll ich das noch weiter ausführen, dass die zwei jetzt so ein kleines bisschen eine Romanze am Laufen haben? Oder dass so eine langfristige Sache wird? Dass wir ihr jetzt halt im Eifer des Gefechts so gesagt haben, hey Tara, ich mag dich wirklich, du bist so toll. Und dann hat sie auch gesagt, hey Crystal, ich dich auch. Und dann kam ihr Bruder eben und sie hat gesagt, als Freundin, du bist eine wirklich gute Freundin. Dass wir das erstmal so belassen, könnt ihr mir gerne schreiben. Oh mein Gott, was ein Part. Hat mir so viel Spaß gemacht. Wir haben tatsächlich das Rätsel von Strangerville gelöst. Das bedeutet, wir können in die nächste Stadt ziehen. Also wir müssen das Buch noch zu Ende schreiben. Ich glaube, das hatten wir ja noch nicht fertig. Aber ansonsten können wir aufbrechen. Auch wenn es schrecklich ist, weil ich mich wirklich sehr wohl hier gefühlt habe. Es war sehr, sehr cool, auch mit Tara und Isaiah. Ich hoffe, dass wir sie wiedersehen werden. Aber noch haben wir ja ein paar Tage. Und es ist ganz wichtig, dass wir jetzt gemeinsam beschließen, wo es als nächstes hingehen soll. Was macht Sinn? Sollen wir jetzt schon nach Evergreen Harbor zu Kieren gehen? Oder sollen wir erst noch in eine andere Stadt gehen und dann nach zu Kieren? Ich fände es eigentlich ziemlich cool. Ich habe Bock auf Evergreen Harbor und da so ein bisschen mit den Umweltaspekten zu spielen. Und ansonsten freue ich mich sehr auf alles, was kommt. Damon ist jetzt ein Erwachsener, auch absolut cool und es wird einfach großartig. Also ich liebe dieses Let's Play und ich hoffe, dass es auch das Rätsel, dass es euch so viel Spaß gemacht hat wie mir. Und ich würde sagen, wir sehen uns dann im nächsten Video wieder und ich wünsche euch noch einen wundervollen Tag. Bis dann. Tschüssi.